Ja, hey, willkommen, mein Name ist Anibal und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir den Kampf der Götter abgeschlossen. Und jetzt stehe ich hier vor einer Zeitspalte, hießen die Dinger? Ich weiß nicht mehr. Expertenmission, ja, genau. Und ja, ich weiß nicht, ob die schon vorher hier war, aber ich habe sie jetzt erst gefunden. Also ja, hurra, me. Und ja, falls euch der Part gefällt, könnt ihr ja einen Daumen nach oben hinterlassen, einen Kommentar oder ein Abo. Um den Kanal weiterzuhelfen, das wäre sehr toll. Und jetzt gehen wir da rein. Angriff des Wehraffen. Ja, kein Level. Denken Sie ja. Offline. Versuchen wir mal. Kann ich nicht auch so irgendwelche Charaktere mitnehmen oder muss ich jetzt unbedingt online gehen? Na, ich glaube nicht. Bin ich dann ganz alleine? Das ist natürlich ein bisschen doof. Okay. Machen wir das. Dann werden mir irgendwelche anderen Leute irgendwie so zugeteilt. Okay. Wir müssen gegen Nappa kämpfen. Oh mein Gott, der ist ja nackt. Das ist verdammt blöd, ich kann jetzt nicht. Was ist ein Wehraffe, hallo? Ja, genau, grüß dann an. Was sind daran so schwer? Die Werfe kriegen wir doch so kaputt. Ich doch eigentlich nur aufladen und kann mir mehr auf den aufbauen. Ich sollte gleich in die richtige Richtung, ne? Na, guck mal, die computergesteuerten Gegner, die sind doch Charaktere, die sind da auch voll hilfreich. Noch mal. Machen die doch schon so fertig, hallo? Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, irgendwie so andere Charaktere irgendwie auch sehr viel stärker werden, wenn irgendwie 5 Leute gegen den losgehen. Oh, naja, jetzt läuft es recht chillig. Hier kann man keine Kapseln oder so einsetzen, stand in der Beschreibung, aber wird auch nicht nötig sein, habe ich so ein Gefühl. Meiner, danke. Aber das war jetzt nicht so schwer, wie ich es mir gedacht hätte. So gut wie keinen Schaden abbekommen, hallo? Ich jetzt online oder so mache, das macht jetzt für mich keinen Unterschied. Weil online kann ich mir nicht vorstellen, dass das immer so rund läuft, bis man da irgendwie jemanden findet oder so. Wer da Zeitvertreiber muss jetzt nicht unbedingt sein, wenn man das auch so schafft. Ich habe nicht ein Dings bekommen, den ich haben wollte. Hier Mordsgranate. Da, ich frage mich jetzt, sind auch irgendwo anders welche aufgetaucht? Weil ich muss ich mal offscreen suchen, habe ich so ein Gefühl. Wäre auf der Karte leider nicht verzeichnet. Und ich sehe es auf den ersten Blick auch keine. Gut, dann gehen wir mal hier zu einer Mission. Ich habe noch eine Mission gefunden und zwar schon wieder Kid Trunks. Was will denn der schon wieder von uns? Hi. Ja, so transportiere ich mich. Aber du bist jetzt von vorhin ausgezeichnet. Ich habe nach dir gesucht. Hey, kennst du Mr. Satan? Wenn du von der Erde kämst, würdest du ihn kennen. Aber stimmt nicht. Er ist viel stärker als uns. Er schlägt uns alles. Er schlägt alles kurz und klein. Selbst Son Gohan hat Probleme gegen ihn. Das hier ist eindeutig faul. Da bin ich mir nicht, da bin ich mir sicher. Jedenfalls musst du Mr. Satan aufhalten. Bitte hilf uns. Mr. Satan ist die Nummer 1. Okay. Dann haben wir eben den stärksten Mann der Welt kaputt. Das ist definitiv eine neue Mission, glaube ich.
Genau, die eine, nee, da war eine Story-Mission im ersten Teil. Und zwar Mr. Satan immer so mit ein oder zwei Schlägen weg in den ganzen Parallel-Quests. Mein Gott. Und zum Beispiel macht er von Alter, ich ziehe ja fast gar nichts ab. Ich ziehe den ja gar nichts ab, Alter, was ist das? Verwandle mich nicht in einen Super Saiyan gegen Mr. Satan. Boah, kannst du mal hier bleiben, ey. Boah, könnt ihr mal aufhören, mir, ey, wie kann man nur so, wie könnt ihr mir immer nur so dazwischen funken? Wollt ihr mir nicht irgendwie helfen? Ihr seid meine Begleiter, ja, ey. Warum hat das jetzt so viel abgezogen? Warum hat das jetzt so viel abgezogen? Was? Jetzt ist wieder normal, aber wir können trotzdem auf ihn draufhauen. Okay. Thales, warst du das? Also es geht doch weiter. Warum hat jetzt verweilt sich Mr. Satan in Super Saiyan? Das wäre eine Wendung. Was sagt? Ich verwandle mich immer noch nicht in Super Saiyan gegen Mr. Satan. Auch wenn er jetzt stärker ist. Aber ich setze einen Super Kamehameha gegen ihn ein. Der Kaioken Kamehameha. Ah. Oh Gott, macht der Schaden. Oh Gott, macht der Schaden. Oh, natürlich. Aber wir haben genug Begleiter, die uns wiederbeleben können. Hallo, Freezer. Ja, du hast mich gerettet, geil. Oh Gott, wie hat er so wenig abzieht, ey. Was? Was hast du denn gemacht? Hast du eine Key-Explosion eingesetzt? Aua. Einer von euch muss ich wiederbeleben, danke. Irgendeiner? Hallo? Einer? Zum Teufel, Freezer, danke. Wie sie alle abgehauen sind, außer du, Freezer. Nein. So hatte Videl, große Schwester genannt. Onee-chan. Nein. So, geh auf mich los. Ah, ja. Ha, ich hab dich. Buff, buff. Ich hatte ihn doch schon so geworden, du musstest ihn nicht weghauen. Oh, ich hatte sogar drei. Gut, sehr gut. Haben wir das abgeschossen. Den ultimativen Kampf gegen Mr. Satan. Warum kriege ich denn jetzt immer so viel Dingens? Ich mal am Wochenende ausgeben. Und ich muss mal freitags aufnehmen. Diese Einreden im Kami aus. So, haben wir Mr. Satan so freigeschaltet. Ja, wir haben es geschafft. Danke für deine Hilfe. Du hast es möglich gemacht. Pff, das ist alles. So, was ist denn da oben schon wieder? Ich habe gegen so ein paar Zeitsoldaten gekämpft, die in der Pilzwüste waren. Das war schwer. Und drei auf einmal. Ich weiß gar keine Chance. Was ist hier jetzt? Wenn wir Zeitsoldaten sind, mache ich dann auf Screen. Den haben wir hier. Mitsuba, wer bist du denn? Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Jedenfalls nicht
Ist einfach nur ein Zeitsoldatenkampf, das ist nicht so wichtig. Ja, der habe ich mal angesprochen, die will irgendwie Meri, nachdem ich 20 Expertenmissionen abgeschlossen habe. Ah, ne, warte mal. Super, haben wir. Das Orbit haben wir noch voll viel. Mr. Satans Haus. Capsule Corporation. Ja, ne, vielleicht soll ich mal mit Vegeta kämpfen. Wir, glaube ich, auch wieder weitermachen. Machen wir das. Wo, wie komme ich noch mal da in meine Güte? Ist auch hier kein weiteres Experten-Dingen. Ich kann 20 mal die eine Mission machen. Warte mal, wenn ich auch irgendwie ja so angezeigt. Wurde parallel Expertenmission abgeschlossen. Drei. Ach so, ich dachte, da kommt ein Auge im Balken. Dann machen wir weiter Parallel-Quests. So ein paar. Warte mal, ja. Herausforderer Mr. Satan. Das ist eine Mission, die stimmt. Statt des Zellspieler kann ich ausgehen machen. Aha. Zukunft ändern, Zukunftskrieger. Papa stirbt nicht. Dann bin ich hier noch alles. Die Hölle ist ein Bild. Da muss ich irgendwie ausgehen nach, ob das alles schon Missionen sind aus dem ersten Teil. Die meisten bestimmt nicht, aber trotzdem, ich gucke lieber noch mal nach vorher. Genau, würde ich sagen, machen wir mal vielleicht doch Vegeta. Wir tun schon mal ein paar Meister hier wieder freischalten. Guck mal, was willst du eigentlich von mir? Willst du verbitten meine Gegenwart? Kannst du aber wahrscheinlich sowieso nicht. Alles gut. Was? Schau bloß nicht verbittert in meine Gegenwart. Okay, verbittert. Ha. Verbittert, verbittert. Entschuldigung, verzeih mir. Hier kannst du haben, mach bloß nicht diese Pose in meiner Gegenwart. Sayuki-Kostüm. Hier, cool. Ja, weil man immer Sachen für Sachen bekommt, wenn man mit Leuten redet, oder? Okay. Sie von die Reise nach dem Westen. Oh, cool. Also die Geschichte, auf der Dragon Ball basiert. Und Son Wukong, den Affenkönig. Hier bist du ein Feiner. Du bist der beste Schüler der Akademie, das kann ich kaum glauben. Wenn du kurz 10 abgeschlossen hast. Hier sind Son Gohan und Videl als Meister. Auch schon gesehen. Okay, Superklasse offen. Habe ich noch nicht. Boah. Warum nicht? Okay, ich möchte euch als Meister freischalten. Okay. Ich kann die nicht ansprechen aus irgendeinem Grund. Gut. Warum nicht? Was ist mit diesen Posen hier noch auf sich? Ich muss da hier irgendwelche Leute anposen. Irgendwie salutieren oder so. Das ist nicht die richtige Pose. Du bist kein Verbündeter. Du bist kein Verbündeter. Was? Ja, meine, hey, hast du schon mal was von Christus geworfen? Deiner gehört? Was ist jetzt dein Name? Ja. Ich weiß nicht wie. Das Chris, so gehe ich von euch irgendwie die Probe. Ich bin aber die mittelstarke Dame. Ist Chris bewandert? Möchtest du Chris auf der eine Bande? Wir nehmen sie da neue Mitglied auf. So eine coole Pose zeigen. Okay, Pose. Mr. Satan, nein, okay, vielleicht dir.
Oh. Nein, dann dir. Nein, okay. Dann dir. Nein, okay. Na, die Klamotten hätte ich gerne. Na, dir. Puff. Neben dir. Mein Gott. Wer ist mit der hier? Auch nicht. Bah. Kann mir einer eine verdammte Pose geben? Zeig mir jetzt einen Pose, mit der unseren Trupp würdig bist. Also ich dachte, kriegst du Waffen ein. Jetzt habe ich mal von diesem Teilenkommando. Sagen wir mal, coole Posen kennen. Ich denke ständig darüber nach. Natürlich sind unsere Posen besser, aber ich will es wissen. Da muss ich bei dir irgendwie posen. Mal schauen, irgendwas. Irgendwas sind die Genio-Kommando-Posen. Hallo, das sind die Posen unter einem Posen. Ah. Vielleicht muss ich irgendwie große Zeiermann-Pose oder so machen. Ne? Ja, ist auch ein Hüter der Gerechtigkeit. Gut. Zubehörladen habe ich noch gar nicht vorbeigeschaut. Irgendwas Neues. Nö, was? Noch bis Stab. Da war Keks, was? Was? Das Setschwert, geil. Das ist eine Satan-Perücke, natürlich. So, haben wir ein bisschen, weiß ich nicht, off-track hier irgendwas gemacht. Ja, mit Videl und Dingens kann ich nichts machen. Son Gohan könnte man irgendwie lernen, oder? Habe ich den schon? Nein, habe ich noch nicht. Warum lernen wir von Son Gohan ein paar Sachen? Und rechts mal, also weiß nicht, ob ich das gut hinbekomme, aber ich versuche mal ein absolutes Beste gehen. Ich hatte gehofft, dass jemand, dass wir gemeinsam trainieren können, scheint einander so formell zu begegnen. Scheint für dich in Ordnung zu gehen. Tut mir leid, ich weiß, dass ich ein Lehrer nicht so verhalten sollte. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Geben wir unser Bestes. Keine Ahnung, stark. Wow, du bist aber unglaublich. Du hast sogar noch mehr verborgenes Talent als ich. So viel ist, was in dir steckt. Wer bist du wirklich? Alles klar, ich hoffe, dir beim Trainieren bis dein Potenzial entfalten kannst. Also, ich bin natürlich weiterhin dein Lehrer. Aber ich will wirklich sehen, ob du deine ganze Kraft für den Kampf gegen das Böse einsetzt. Das wird der Wahnsinn. Warum schickst du mich in die? Nein. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was du im Kampf mittlerweile drauf hast. Ich hoffe, du kommst das nicht in den falschen Hals. Ich freue mich, dass du stärker wirst und möchte gerne wissen, ob ich deine Hilfe war. Vielleicht hat sich das Piccolo auch gedacht. Entschuldigung fürs Abschweichen, aber ich freue mich wirklich darauf, dich kämpfen zu sehen. Früher wollte ich eigentlich nie kämpfen, aber jetzt, nachdem ich gesehen habe, wie du für den Frieden kämpfst, da wollte ich mich entwickeln und habe heimlich zu trainieren begonnen. Aber sag's keiner, okay? Also, kämpf weiter. Ich blicke wirklich zu dir auf. Freundlich, aber streng, okay? Ich euch nur eine Person des Kämpfen ersparen kann, werde ich tun, damit alle sicher sind. Deshalb trainiere ich hier, damit ich stärker als alle anderen werden kann. So, zeig mir. Was lernen wir denn? Böser Aufstiegangriff. Ich habe schon super. Muss ich wahrscheinlich erst in der Story oder so weiterkommen, oder? Keine Ahnung. Will ich nicht wissen, finde ich schon heraus. Danke. Ja, okay. Irgendwann müssen wir ein paar Meister hier abschließen. Nach dieser Angriff gegen Raditz. Und vorbei. Das ging natürlich sehr schnell jetzt. Meine Güte. Gut. Da ging schneller als gedacht. Nee, nicht als gedacht. Ich habe mir schon gedacht, dass das so schnell geht. Aber trotzdem. Kann ich da doch einen Meister danach anhängen. Ja, ich weiß, der Oberzell hat Leiden. Das ja, ich wusste, dass du als kannst. Aber Krillin war flink genug, um Nappa und Freezer Probleme zu bereiten. Ich bin wirklich überrascht, dass du ihn so einfach treffen konntest. Ich habe ihn angegriffen. Genug gelernt für heute. Ich denke dran, trachte deinen Gegner genau und teile mir deinen Angriff.
Ich sag, ich mir den Kopf drehe, was ich dir als nächstes beibringen sollte. Also gib mir ein bisschen Zeit. Okay. Ja, in Aktion. Ich möchte helfen, eine Fähigkeit im Kampf optimal einsetzen. Mächtige Techniken nutzen sich ab, wenn du sie mal richtig anwendest. Piccolo hat immer gesagt, dass jede Technik ihre Zeit hat. Er sagt, schreib, wenn du Interesse hast. Trainiere mich. So, Masenko. Ha. Masenko. Ha. Masenko. Ha. Masenko. Ha. Vielleicht muss ich ja einige Meister meistern, um irgendwie Videl und Son Gohan oder so freizuschalten. Keine Ahnung. Bevor du jetzt auch während du rückwärts springst. So. Oh, komm mal her. Also ein Sprung. Was ist das? Das sage ich nicht heute. Ich will mehr trainieren. Mehr lernen. Gib mir mehr. 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 Ausgezeichnet. Weil locker zwei Meister abschließen. Ich muss mal irgendwann einen ganzen Part davon verschwenden, hier nur Meister zu trainieren. Irgendwie unter Meister zu trainieren. Da ist klasse, du kennst die richtigen Moves für jede Situation. Es gibt auch viel mehr Moves als die, die wir gerade genutzt haben. Ich glaube, es ist für jede Fähigkeit einen richtigen Zeitpunkt im Kampf gibt. Wenn du genau hinschaust, hast du mir gerade schon gesagt. Das ist das Letzte, was ich dir noch beibringen kann. Wenn ich bisher angewendeten Fähigkeiten und Technik an, gib alles, was du hast. Ich werde mich richtig anstrengen, mich zu besiegen. Halte ich nicht zurück, nur weil ich der Lehrer bin. So, komm her. Explosiver Angriff. Eigentlich mal 5 Fähigkeiten oder bin ich jetzt ganz doof? In den Kommentaren, ja, du bist ganz doof. Bah. Weil selber möchte Käse und Kirwell ab. Ultimative, gut. Zurück muss ich nur gegen einen kämpfen, nicht irgendwie gegen ganz andere Leute. Ach, der Angriff, den finde ich geil. Ja, man konnte nicht die Höllenspirale lernen, Son Gohan. Das wäre geil. Jeder hat sie eingesetzt, nur nicht Son Gohan. Sogar Cell Junior und Cell hat die, glaube ich, eingesetzt. Hat Cell die eingesetzt? Ich glaube ja, ne? Einmal. Bin mir jetzt nicht sicher, in der ersten Form, glaube ich. Mal schauen, keine Ahnung. Das heißt ja mal schauen, als ob ich jetzt nachgucken gehe oder so. Du bist stark, ziemlich stark. Ha, das haut mich echt um. Du hast meine Moves gemeistert und ich konnte absolut keine Lücke finden. Du hast mich problemlos besiegt. Das stimmt. Es war eine Ehre, dich zu unterrichten. Deine Fähigkeiten haben mich auch stärker gemacht. Entschuldigung, ich werde weiter trainieren, damit ich dir eines Tages besiegen kann. Such mich auf jeden Fall wieder, nicht als Schüler, sondern als Freund. Okay. Das nächste Mal, wenn ich dir auf die Fresse gebe, meinst du? So, was war mit dir nochmal? Du gibst mir, glaube ich, was essen, ne? Das war ein Gesicht, aber willst du was? Da musst du mir eine beste Toki-Toki-Impression zeigen. Also, ja. Arsch mich nicht. Warte mal, hier oben war auch, glaube ich, irgendwie einer. Ja, was ist mit dem hier eigentlich? Was ist, gibst du Kids Essen? So ein Pech, ich habe nichts. Boah. Wird ja nicht so ein Ding. Wo gehe ich überhaupt hin? Ach ja, zu Raditz. Aber oh, Raditz auch noch. Haben wir schon ein paar hier abgeschlossen wieder. Warte mal, ich glaube, ich war doch bei ihm so gut wie fertig, ne? Da bist du ja. Ich auf dich gewartet. Es ist Zeit, die Dinge zwischen uns zu klären. Tu ich so, ich weiß, was ich meine. Mal sehen, wer von uns stärker ist. Zu meiner Ausbildung hast du vielleicht entwickelt, wirst mich aber niemals übertreffen. Und jetzt um meinen Stolz willen werde ich dir zeigen, was bei uns auch besser ist. Okay. Ich glaube, die habe ich schon alles, ne? Auf jeden Fall habe ich einen guten Fang gemacht. Boah. Was, du hast das alles gehört? Sag Bescheid, wenn du da bist. Oder sowieso so gehört hast. Ich habe über dein unglaubliches Potenzial als Krieger nachgedacht. Es war richtig von dir, dich mich anschließen und nicht zum nichtsnützigen Wicht von deinem Bruder.
Sobald du stark genug bist, muss ich mich vor Nappa nicht mehr verbeugen. Hey, alleine Gedanke daran zaubert mir schon ein Lächeln aufs Gesicht. Ich freue mich darauf. Eine Sache würde ich gerne erfahren. Warum hast du mich entschieden, mir zu dienen? Mit deinen Talenten könntest du wahrscheinlich eine höhere Stellung finden. Ich meine, natürlich ist mir egal, genau wie du. Als Krieger bin ich einfach nur neugierig. Es ist nicht so, als dass ich glaube, du seist besser als ich. Auf jeden Fall scheinst du mich nicht hintergehen zu wollen. Gut, hey. Du bist stark, unglaublich, aber was von noch wichtiger ist, du bist mein getreuer Untergebener. Du bist mein einziger wahrer Begleiter, das will ich nicht verlieren. Das habe ich gerade geplappert, vergiss es. Alles klar. Vegeta ist der stolze Saiyajin, selbst Freezer bait ihn genau im Blick. Eines Tages wird Freezer von seinem Thron stoßen und die Ehre des Saiyajin wird wiederherstellen. Ja. Wenn du an diesem Tag gehst, wirst du fürstlich entlohnt werden. So, ich glaube, da war nur noch eine, ne? Wochenende. Warum nicht Freitag? Friday, Friday. Gerade jetzt fängt er an zu singen. Friday, Friday, Friday. Okay. Sagte er, während er mit dem Gesicht im Boden liegt. Ja, das hatte ich mal als Thumbnail. Das weiß ich noch. Da fällt mir was ein. Das muss ich irgendwann mal wieder so als Thumbnail machen. Oder als Charakter in meinen. Mein Banner. Habe ich da nie aus dem ersten Teil und aus dem zweiten Teil. Ja, der Älteste hat wieder Spacken. Bei der Soldatenakademie geschieht was. Verdammt, das werde ich nicht zulassen. Da war ich doch gerade ein Handlanger, den ich herumkommandieren konnte. Mir wollte ich doch nicht. Ich bin es leid, den Lakaien für Nappa und Vegeta zu spielen. Was hast du gesagt? Du wirst mir auch weiterhin dienen? Wirklich? Hey, du bist für jeden Fall seltsam. Aber das ist in Ordnung. Wenn du unbedingt dienen willst, dann kann ich das noch anders als nicht. Mein DualShock-Controller wurde entbunden. Okay. Das ist ja so wie im Planeten. Man soll es fürchten. Es wird viel Arbeit geben. Ich zähle auf dich, wenn die Zeit kommt. Boah. So, eine Soldatenakademie. Mal hier. Das ist in die Soldatenakademie. Songhorn, bist du der Lehrer dieser Person? Ja, genau wie es du es eine Zeit lang warst. Stimmt's, Piccolo? Ich bin überrascht, dass Songhorn unterrichtet. Du überrascht mich aber auch. Ich hätte nie gedacht, dass du ein Schüler von einem meiner Schüler wirst. Aber wenn Piccolo dich trainiert hat, wirst du ein Training wohl kaum brauchen. Sei nicht so bescheiden, Songhorn. Dass er nicht so entwickelt hat, ist nicht allein mir zuzuschreiben. Da du ein Gelehrter werden willst, bist du auch sehr gut als Ausbilder geeignet. Findest du? Ha, schön, dass du was gesagt hast, Piccolo. Und danke, dass du mir die Möglichkeit bietest, dein Ausbilder zu sein. Das war Songhorn. Auch ich möchte mich bedanken. Glaub nicht, dass Songhorn dir nichts beibringen kann, nur weil er ein Kind ist. Er hat mehr drauf als die meisten anderen. Trotzdem ist er ein Kind, also lass nicht nach, nur weil er nett ist, okay? Komm vorbei, wenn du für etwas heftiges Trainingsstil bereit bist. Das ist meine Spezialität. Hoah. Piccolo, du sollst meinen Schülern nicht solche Sachen erzählen. Okay. Konnichiwa. Gib mir Zeugs. Gib mir nix. Okay, es... Weiß, wenn ich mit Nappa und Raditz hier fertig bin. Ja, Nappa habe ich, glaube ich, auch noch eine Fähigkeit, die mir fehlt, ne? Mach mal schnell. Haben auch, da haben wir drei Meister abgeschlossen. Ja, meine Majin Buu, die muss ich auch mal irgendwann hier abfangen. Wenn man aus Queen aus Versehen einen entwickelt. Übrigens, ich hoffe, das macht euch nichts aus. Er hat nur seine Farbe geändert. Okay, das hatten wir schon. Hast du Bulmas Kleidung? Nee. Du hast hier Bulmas Kleidung aus Dragon Ball. Oh, du bist jetzt, ich würde gerne etwas beibringen, aber Vegeta hat vom Pflanzenmännern erfahren. Der war außer sich vorher Wut. Boah. Heute gibt es also keine Requisiten, nur du und ich, eins gegen eins. Ich war sowieso nur gut darin, den Professor zu spielen. Professor Nappa. Hm. Ein ehrliches Kämpfchen ist eher mein Ziel und vielleicht lernst du sogar noch was dabei. In Ordnung, das Feuerwerk kann losgehen. Sei mein Meister. Willst du mich für mich arbeiten? Ich könnte dich gebrauchen. Das hat aber nur dieser Schwächling Ralz für mich und der ist auch nichts nütze.
Wenn du für mich arbeitest, kannst du kämpfen, so viel du willst. Du bist stärker, ob es dir gefällt oder nicht. Natürlich, wenn du überlebst. Hey. Dein Leben scheint dir nicht viel wert zu sein, wenn du darum bittest, für mich zu arbeiten. Hey, aber ich mag Leute, die bereit sind, Risiken einzugehen. Lieber sie als ich. Boah. Aber anscheinend hast du einiges am Muskeln, also glaube ich, dass du zurückkommen wirfst. Gib einfach weiterhin alles für den lieben alten Boss Nappa, okay? Hey, gutes Timing. Ich habe gerade an dich gedacht. Oh, bist viel besser als erwartet. Ich finde es toll, wie du kämpfst. Und wenn du nur heiße Luft kommen würde, müsste ich dich erledigen und mir einen neuen Lakaien suchen. Aber da muss ich mir wohl keine Sorgen machen. Ich bin selbst ziemlich überrascht. Boah. Aber ich muss noch einige weitere Sorgen machen. Weniger Sorgen machen, wenn du noch ein wenig an deiner Stärke arbeiten willst. Ich werde dir alles abverlangen, aber kipp mir ja nicht um. Ich denke nicht mal daran zu sterben. Boah. Du bist ein echter Hattenuss. Selbst unter Saiyajin ist es schwierig, jemanden zu finden, der mehr als einmal gegen mich besteht. Langsam gefällst du mir richtig gut. Ich befördere dich hiermit zum leitenden Berater. Wenn wir beide zusammenhalten, können wir jeden Planeten nur mal nichts erobern. Das wird ein Fest. Aber gegen dich zu kämpfen macht auch Spaß. Wir können jederzeit es jederzeit krachen lassen. Ich bin bereit. Halte dich nicht zurück. So, buff. Gib mir deine letzte Fähigkeit. Bruchkanone. Ach ja, deine Fardema Laser Attacke. Hey Vegeta, I'm a Fardema Block. Irgendwie ironisch, dass der Witz auch in der Serie vorkam. Aber er kommt ja ursprünglich aus Dragon Ball. Also eine Szene von Cell. Hey Nappa, schau mal. Einmal Fardema Block. Das wird ein bisschen schneller gehen. Oh, das ist nett. Und Level Up haben wir auch noch. Hier irgendwie zwei Sachen. Ich habe da irgendwas weggedrückt, glaube ich. Das ist nicht was. Irgendwas habe ich weggedrückt. Ich bin Level 70, glaube ich, ne? Oder was stand jetzt da? So auf meinem Bildschirm geguckt, aber ich konnte jetzt nicht sehen, was da stand. Ich bin erstaunt, dass du es weit geschafft hast. So viel Spaß hatte ich ja noch nie. Es ging ganz schön hoch her, aber für einen kleinen Rangelei mit dir bin ich immer bereit. Wenn du diesen Ort sehr magst, blase ich die Invasion zu dir zuliebe ab. Du wirst aber versprechen, dass du nicht verschwindest und wie ein Hund in irgendeiner Ecke stirbst. Okay, was ist jetzt hier passiert? Ich weiß es nicht. Ich bin Level 69. Ich mal im Video gucken. Hä? Schon nicht gerade 4? Okay, keine Ahnung. Jedenfalls, das war schon wieder viel zu lange. Keine Mission da, außer dieser Zeitsoldat. Dann kann ich ja jetzt für den Part hier beenden. Dann sehen wir uns. Boah, geil. In der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.